Einen wunderprächtigen, schönen guten Tag zum Start mitten in der Woche oder fast angehend mitten in der Woche. Es ist Dienstag, ich habe kein Zeitgefühl mehr. Und zu Omsi 2 bei mir auf der Karte Harren Semi-Real. Harren ist im Enzland, Niedersachsen, eine relativ überschauliche Kleinstadt. Relativ im Westen von Niedersachsen bei Meppen mit einer beschaulichen Bevölkerungszahl von knappen 23.000, gemessen 2008, also schon ein bisschen weiter her. Semi-real bedeutet hier auf der Karte, dass die Map zum Teil real nachempfunden wurde. Es gibt Elemente, die sind frei erfunden, fiktiv, aber natürlich auch real. Die Karte ist erst vor kurzem erschienen und ich dachte mir so, nach ein paar Offstream-Fahrten kann man heute die mal aufnehmen. Da fährt auch schon unser Kollege der 20 als 17 Richtung Buchenau. Und wir starten mal unser System. Wie auch der liebe Bio von ÖPNV-Simulation schon gesagt hat, es gibt Karten, da musste wirklich ganz viele Zusatzelemente noch downloaden, bevor das Ganze überhaupt erstmal funktioniert. Hier auf der Karte ist es nicht. Also du hast vielleicht nur eine Voraussetzung. Ja, eine Pairway-Erweiterung brauchst du. Pairway. Airwayer. Also ein bezahlbares DLC, was du holen musst, und zwar Bad Hügelsdorf. Denn wir fahren hier mit dem Mercedes, sagt schon, oh, Lecco Mio. Was ist denn hier los, Alter? Wir fahren mit dem MAN Lion City A25E5 von Bad Hügelsdorf. Das sieht man auch hier, ne? BH. Mit dem Eurobus Repaint. Es gibt ganz viele Bad Hügelsdorf Elemente, die verbaut sind. Zum Beispiel auch der Bus, ein paar Splines, Scenery-Objekte und so weiter. Aber ansonsten kannst du dann fahren. Du kannst dann sofort fahren. Und ich habe mir gedacht, wir fahren einfach mal hier mit dem Eurobus ein bisschen durch Harem und dann ist die Sache auch gegessen. Bei euch ist jetzt bestimmt die gerade Standbild, aber das ist jetzt kein Problem. Ah, okay, hier ist auf einmal Montag. Offstream war Samstag oder Sonntag. Wir gucken mal. Wir haben hier, oh, E-Bus haben wir. Schwafenheimer Solo. Solo, Gelenk. Gucken mal. Schloss Sinden. Nee, da stehen wir gerade. Buchenau. Nein. Das ist Gelenk. Schloss Sinden. Genau. Als Nummer 20. Von Schloss Sinden nach Harren. Bahnhof. Das Ganze dauert ungefähr, wenn ich jetzt hier mal richtig rechne, 36 Minuten. Das ist in Ordnung. Wir lösen Wagen 514 ab, rüsten schon mal alles auf. Wir brauchen auch nicht weiter eingeben. Wir brauchen hier nur 20 eingeben und dann die Route. Dann haben wir jetzt zum Beispiel jetzt geschildert 20 nach Moorhofen Bahnhof, aber das ist verkehrt. Wir wollen nach Harren. Nächste Haltestelle, Moorhofen, Entenstraße. Nein, das ist so verkehrt. Schloss Sinden, ja, das ist doch schon mal richtig. Da stehen wir gerade, also müssen wir hier Route 4 nehmen. Nächste Haltestelle, Schlosser See. Ist ein bisschen früh, aber alles gut. Schildern wir gleich wieder um. So, damit will ich mal sagen, starten wir das Ganze hier. Kleinen Moment. Genau. Jetzt mal ein bisschen vorglühen hier. So. Ja, das Ganze bleibt immer noch mit Tastatur, aber ich gebe mir das mein Bestes, dass es dann ein bisschen erträglich ist. Gang einlegen, Bremse gelöst,
Blinker gesetzt, kicken und los geht's. So. Von der Performance her muss man auch sagen, ist die Karte sehr stabil. Also es gibt vielleicht mal ein paar kurze Aussetzer, wo das mal kurz lädt, aber das war's dann auch. Du hast hier eine super Performance. Und mit dem 4 GB Patch und alles macht das richtig, richtig Bock. So. Jetzt haben wir nur das Problem, die Buchte hier, die ist nicht dafür ausgelegt, dass der Bus gleich auch hier wenden kann. Das heißt, abbremsen, volle Miete einschlagen und dann müssen wir mal hier kurz ein bisschen rangieren, damit das hier geht. Normalerweise könnte man ja auch... Oh, ups. Hallo. Ah, jetzt. Man könnte ja eigentlich auch gucken, ob man... irgendwo wenden kann, aber ich denke mal, das wäre im Zeitintervall einfach nicht drin. Das geht da nicht. Aber guck mal, ein bisschen hin und zurück. Ein bisschen jongliert. Naja, wenn wir jetzt hier irgendwo ein bisschen den Bordstein mitnehmen, so wie jetzt, dann ist es jetzt auch kein Problem. Wow. Vorsicht. Bevor wir weitermachen, muss ich mal kurz in den Optionen Fahrscheinverkauf auf erweitert machen. Leitstelle für Wagen 501. 501, wie höre ich? Mein Bus ist vollständig überfüllt und ich habe schon eine Viertelstunde Verspätung. Wagen 501, wir wissen darüber Bescheid. Wagen 548 hatte einen technischen Defekt und ist dadurch ausgefallen. Hallo. Gut, dann weiß ich Bescheid, dann rechne ich mit noch mehr Verspätung. Ach, das ist ja cool. Ha. Bei Bad Hügelsdorf ist es so, wenn man die Bad Hügelsdorf-Busse nimmt, hier im MAN, bei Mercedes weiß ich es nicht, da hat es nicht so ganz funktioniert, aber wenn man die MAN-Busse nimmt, so wie jetzt hier gerade, kommt zwischendurch mal eine Ansage mit aktuellen Geschehnissen, also die ein paar Situationen, Szenarien, die gerade auf der Karte geschehen, so wie jetzt hier, Bus ist überfüllt, der andere ist ausgefallen, finde ich geil. Da gibt es auch natürlich ein paar Gespräche, die passieren so, ne, als Unterhaltung. Mein Liebling ist ja, wie ein Bus die Leitstelle anfunkt, weil seine Tür nicht mehr schließen. Da sagt die Leitstelle, pass mal auf, du hast doch ein MAN. Geh mal zur Türe, knall die mal ordentlich richtig zu, ein, zweimal und dann geht es wieder. Ansonsten schicken wir dir zwei Leute, die sich dann drum kümmern und dann ging die Tür dann donnern oder irgendwie so, haben sie gesagt. Und dann hat er gesagt, jo, ich probiere das mal. Geht da hin. Warte noch auf den Fahrschein. Ja, ja, ja. 5, 7, 9, 50. Dann hörst du im Hintergrund, wer die Tür zuwämmert. Und wer im Hintergrund dann noch sagt, geht wieder. Herrlich. Guten Tag. Guten Tag, junger Mann. Gut. Weiter geht's. Ja, wenn ihr mit der 20 fahren wollt, müsst ihr herkommen. Aber ich bin jetzt weg. Tschüss. Ich sehe auch gerade, wir haben hinten eine Lenkachse. Das ist cool. Eieiei. Müssen den Bordstein noch mit dazu. So, jetzt muss... Ah, siehst du? Nächste Haltestelle, Schlossersee. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich fahre doch nur geradeaus mit 40. Mit 40. Ich könnte 50 fahren, aber ich fahre mit 40. Hey, wie denn? Was meckert ihn denn? Aber fahren Sie mal vernünftig hier. Ich fahre hier mit sanften 30 um eine ausgeweitete Kurve und die fangen an zu meckern? Ey, die können gleich aussteigen, die können runterlaufen, runter geht's ja, aber
oben halt, nee, ne? Da, ich fahre unter 40. Ich bremse in der Kurve, lenke ganz weit ausgeholt und die meckern trotzdem. Verstehe ich nicht. Jetzt könnte man meckern. So, jetzt. Jetzt könnte man meckern. Und jetzt wieder nicht. Jetzt bremse ich ab. Alter, verstehe ich nicht. Oh Mann. So, ich nehme hier sogar schon die linke Spur mit. Da fällt dir aber früh ein, dass du raus möchtest. Hättest so laufen können. Na, guten Tag. So, ich find's cool. Der Innenentwickler von... Ups. Nächste Haltestelle, Schloss Sinden, Parkplatz. Der Innenentwickler von der Karte hat auch gesagt, die haben nie damit gerechnet, dass sie mit ihrer Karte so gelobt werden und alles. Die wird gerade sehr gepusht. Ich finde die aber auch herrlich, muss man sagen. Ah, einer raus, einer rein, nö. Ich finde die ganz schnieke, also mir gefällt die. Es gibt, soweit ich weiß, sechs Linien mit ganz vielen Läufern. Kurzläufer, Schnellläufer, Nachtlinie. Mal Langläufer heißt es. Nächste Haltestelle. Moorhofen, Hindenstraße. Oi. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? War ich denn jetzt wirklich stehen geblieben? Habe ich schon vergessen. Achso, ja. Und, ganz viele Umläufe, also du hast da wirklich viel zum Fahren. Die Entwickler haben auch gesagt, für Leitstellenfahrten oder so ist das jetzt vielleicht nicht ausgelegt, aber kann man machen. Aber ich find's cool. So, 30. Finde ich auch hier ganz cool gemacht mit der engen Straße, alten Straße mit Ampelschaltung hier. Dass man sich dann nicht entgegenkommt oder in eine Quere, sondern die eine Seite muss dann warten, die andere kann dann hoch oder runter fahren und dann kann erst auch die andere Seite dann den Berg erklimmen oder auch nicht. So, 30. Normalerweise könnte man jetzt sagen, okay, da kommt jetzt keiner. Man muss aber immer damit rechnen, dass mal auch jemand über Gelb oder so fährt, ne? Und dann vielleicht auch eventuell ein Kollege oder so entgegenkommt. So. Es heißt doch irgendwie, bei Rot soll man wohl hier an der Straße warten. Obwohl da eh eine Linie ist. Wegen Gegenverkehr, wegen Bussen, weiß ich jetzt nicht. Moorhofen, genau, da müssen wir hin. Kommt gerade keiner? Nö. Mhm. Also die 20 scheint wohl einen ähnlichen Linienverlauf zu haben wie die 17. Aber hier vorne müssen wir mal kurz gucken. Mit der 17 müssen wir rum, mit der 20 müssen wir geradeaus, okay. So, gucken wir mal. Hier ist das Schild, aber da ist die Haltelinie, also halten wir auch an der Linie. 21, 22, 23 und rüber.
Ja, keine Haltelinie, müssen wir am Stoppschild warten. Sobald die gewesen. Oh, das wird interessant hier. Boah. Alles voller Wälder. Grün sind schon die Wälder. Grün die Stoppelfelder. Oh ne. Ich höre lieber mal auf. Wir fahren heute übern See, übern See. Wir fahren übern. Wir fahren heute übern See, übern See. Wir fahren übern See. Weiter weiß ich auch nicht, aber zwei Kolleginnen, die haben mich da so angesteckt mit dem Lied, da habe ich das dann angehört und oh, heula, die Wald für den ganzen Tag so einen Kackohrwurm von dem Lied gehabt. Und die ganze Zeit so im Hintergrund. Wir fahren übern See, übern See. Wir fahren übern. Wir fahren übern See, übern See. Wir fahren übern See. Boah, Junge, mit einer Wurzel, 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 Wurzel. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Ein Ruder hat es. Mit einer Wurzel, 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 Wurzel. Mit einer Wurzel. Ein Ruder hat es nicht. Oder irgendwie so geht es. Aber ist ein. So aus dem Volksmund, ein richtiges Volkslied und, ja. Ich weiß nicht, wie die Bienen da drauf gekommen sind. Die eine hat das so, denke ich mal, aus Reflex oder aus freiem Lauf irgendwie so gesungen. Die andere hat da mitgemacht. Und ich stand dann da und denke mir so, nee, kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Hab ich mir das dann angehört und dann hing's abi. Ging es ab wie Schmidts Katze. Ah, herrlich. Falls ihr euch mal, ist jetzt ein anderes Thema, weiß nicht, wie ich jetzt drauf komme, aber wenn ein Omsi zum Beispiel dann noch Zusatzinhalte haben wollt, wie zum Beispiel Tetto Krummab oder weiß nicht, wie die heißt, die Karte, oder Anko Süd oder irgendwie so, dann muss man ja immer ganz viele Zusatzobjekte holen, ne? Und es gibt in der Omsi-Web-Disk einen guten Read, einen Beitrag, wo die wichtigsten Elemente markiert sind zum Downloaden. Und das hat mir echt gut geholfen, Hike. Einfach mal alles, was dann noch hier hab, was man noch downloaden konnte, gedownloadet und ja, es funktioniert da alles. Ah, jetzt. Die Tür wollte nicht. Hallo. Einmal normal, bitte. Einmal normal, okay. 3,50, 1,50 zurück. Ah, hätte ich auch. Kick mal hier, da ist auch 1,50 gleich. Nicht schlecht. Jetzt muss man auch dazu sagen, Alfred Brunner Weg, das ist von Bad Hügelsdorf. Den gibt es hier nicht. Ja, also. Ich denke mal, die Ansagen kommen auch nur diese Sequenzen. Nächste Haltestelle. Weil ich einen Bus aus Bad Hügelsdorf habe. Oder so. Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob die Ansagen auch kommen oder Ansagen. Dialoge, wenn man einen Bus aus Hagen hat. Der hat zwar die Hofdatei aus Hagen, aber halt das Aussehen vom Bad Hügelsdorfer Eurobus. Deswegen. Oder ich denke mal, die haben es einfach mal so implementiert, weil sie es einfach toll fanden von Bad Hügelsdorf. Was ich auch verstehen kann. Ist ein cooles Element. Und dann auch noch mit lustigen Dialogen zwischendurch. Ist gar nicht mal so schlecht. Finde ich cool. Yeah. Muss er ausgerechnet hier vorne stehen? Entschuldigung.
Moin. Na, alte Taus, moin. Oh. Boah, was ist das denn? Scheiße. Ich dachte, ich krieg das hin. War doch ein bisschen nett gemeint hier. Hallo. Guten Hallo. Tag. Hallo. Hallo. Hallo, Mann. Ein Fahrschein bitte. Na, aber natürlich. 3,50 bitte, 1,50 zurück. Dankeschön. Bitteschön. Oh, das ist ja perfekt. Kann man gleich 1,50 rausgeben und dann ist gut. Finde ich cool. Weiter geht's. Ach, jetzt geht's wieder zur Erlenstraße. Aha. Okay. Nächste Haltestelle. Moorhofen, Entenstraße. In einer Gegend in Brandenburg ist es auch so. Da fährt eine Linie. Die hat dann auch an gewissen Tagen, gerade werktags und so, und Wochenende fährt die immer eine kurze Strecke entlang. Ne? Und dazu auch eine Haltestelle. Die fährt die Linie immer an, dann fährt so hoch, einen Berg hoch. An der Schule oder Kita oder was das ist. Halt so ein Wohnviertel oder so. Hat eine eigene Wendeschleife, dreht um und hält an der Haltestelle dann nochmal, bevor es dann links oder rechts geht. Je nachdem, von wo der Bus kommt. Danke dir. Also es kann schon mal, oder beim Einkaufszentrum oder so, da auch, da hält er zweimal. Auch wenn die Haltestellen ein bisschen abgelegener sind, so ein paar hundert Meter. Einmal normal. Ah, einmal normal, jawohl. Da kriegst du nur 50. Danke. Bitte. Ah, schon interessant, dass es manchmal Haltestellen gibt, die doppelt belaufen werden oder so. Oder und es geht in beide Richtungen so, ne? So, hin und zurück. Oh, jetzt wird's eng. Nächste Haltestelle, Poststraße. Das wird jetzt eng. Moin. Boah, der Leute, ist ja unglaublich. Aber er hat auch ein bisschen Platz gemacht. Er hat auch versucht, irgendwie so weit wie möglich rechts zu fahren. Die KI ist nicht dumm, muss man sagen. Aber manchmal, da kommen Situationen, oh, da kannst du dir einen Kopf fassen, wirklich. So wie er hier. Na, ich hab's gewusst. Scheiße. Haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht, junger Mann? Mann, Mann, Mann. Ah. Scheiße, das haut Verspätung rein. Zwölf Minuten Verspätung. Eieieiei. Die kriegen wir nicht mehr raus. Das kriegen wir nicht mehr raus. Das ist vorbei. Uiuiui. Das ist vorbei jetzt. Das, es gab vielleicht, hätte man anders lösen können vielleicht, aber ja. Scheiße. Irgendwann geht's auch mal ohne dieses ganze, hier schon wieder. Oh. Jetzt zieh rum. Los.
Na, ein bisschen kann ich noch. So viel Spielraum ist jetzt aber hier nicht. Junge, Junge, Junge. Oh, schon wieder einer. Alter. Ja, du hältst wenigstens an, aber das bringt auch nicht viel. Oh, Junge, Junge, Junge. Ah, jetzt fährst du, ja? Vielen Dank für nichts. Scheiße. Ich meine, wir hatten ja schon ein, zwei Minuten Verspätung, aber der kleine Ausrutscher, der hat jetzt alles gekostet. Ah, scheiße. Schnitzelbergweg. Oh, das gefällt mir. Huch, siehst du, im Falk ja schon glatt in den Gegenverkehr. Schnitzel. Oh. Ah, okay. Dachte, das wäre Polizei. Hätte ich eine Lichthupe gegeben, aber es war keine Polizei. Oh. Ja. Jetzt muss die Karte kurz mal laden. Ja, geht einen kleinen Moment weiter. Mit einer Wurzel, 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 Wurzel. Okay, jetzt geht's weiter. Vorsicht, Wildwechsel. Ah, okay. Leitstelle an alle Fahrer, die noch draußen sind. Die Kantine macht ab sofort zu. Da war irgendwas mit Gesundheitsamt oder so. Denkt bitte dran, euch das Essen anderweitig zu besorgen. Och, Manu. Kein Essen mehr in der Kantine. Naja. Dann gehe ich halt zum Dönermann des Vertrauens. Hä? Warum kriegt der grün und ich nicht? Hä? Was ist denn hier verkehrt? Toll. Hey, da ist Polizei. Oh. Geheimer Code. Für die Ampel. Ach, die haben auch grün. Ah, verstehe. Da habe ich es nicht gesehen. Moin. Moin. So, ihr wollt ja natürlich alle raus, ne? Ihr habt ja geschimpft, ihr wollt ja raus. Können Sie die Heizung bitte anmachen? Wir sind ja viel zu spät gekommen. Ja, wenn ihr mal wüsstet, ne? Fahrt ihr mal mit so einem knapp 18 Meter Bus. Durch enge Passagen. Oh Mann. Na. Danke. Nächste Haltestelle. Schnitzelbergweg. Schnitzel. Ja. Geil. Erstmal schön kräftiges Schnitzel. Ich werde die Rückfahrt im nächsten Teil dann machen. Also das. Wir machen dann zwei Fahrten. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das dann gleich die 50. Die 50 sage ich schon. Ja, ihr könnt doch mal kurz warten. Alter. Wirklich. Aber wenn ich die 20 oder 17 einer von den Strecken feigt dann zurück, aber das machen wir in der nächsten Ausgabe, ne? Also. Genau, 17, 20, erste Runde. Der kommt mir ein bisschen zu schnell. Den lassen wir mal rennen. Ach komm, schieb doch die Möhre, ey. Mach doch mal. Meine Fresse.
Nee. Da springt die Pulsader auf 380. Na, kommen Sie mal rum, junge Dame. Ich habe ein bisschen mehr zu schleppen. Ach komm. Ist es neu, dass die Gesäße auch Animation haben? Ich frage für ein... Oh. Hoppala. Ich frage für einen Freund. So. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber ich musste kurz was am Mikrofon rüberstreifen. Da war ein Fussel, ein großer Fussel. Der hat mich gestört. So, jetzt wird es auch interessant. Hier erstmal rumkommen. Ja, ich sehe schon, das wird nichts. Rückwärtsgang geht nicht. Jetzt. Jetzt. Ja, schon herausfordernd, aber das ist cool. Nächste Haltestelle, ZOB. ZOB. Hier beim ZOB, da gibt es die Schmalspurbahn. Ein Highlight hier auf der Karte. Hier gibt es eine schöne Strecke mit Schmalspurbahn. Ja, sehen wir gleich. Er macht's richtig. Er hat abgebremst und gewartet. Da ist er. Kieke mal. Oh, schön. Aber wir liegen leider von der Zeit her ein bisschen weit zurück. Da haben wir keine Zeit, uns das mal anzugucken. So. Andi, an deinem Bus qualmt es hinten ganz gewaltig. Du solltest mal nachschauen. Was? Ach du dickes Ei. Danke, Maria. Das könnte mit den Streitgeräuschen zusammenhängen, die ich höre. No shit, Sherlock. Fahrplan ist auch nur zur Deko. Mir ist das zu kalt hier im Bus. Ha, ihr könnt gleich wieder aussteigen, wenn ihr wollt. Ich gebe schon mein Bestes, dass wir hier ein bisschen Zeit wieder rausholen, aber was ne geht, das geht ne. Das ist halt so. Müsst ihr euch dran gewöhnen. Wenn das nicht mal perfekt eingelenkt war, weiß ich auch ne. So, ich feiere hier schon ein bisschen. Na, da die Zeit geht rapide runter, aber mit dem Abbremsen geht es auch wieder hoch. Wollt ihr rein? Ja. So. Wenn das nicht mal schön eingeparkt ist. So, hoppa. Eine Kurzstrecke, jawohl. 220, 4, 6, 8, 40, 80. Achso, 9. Wenigstens eine, die noch freundlich ist. Und sich nicht beschwert. Ich finde ja diesen Gong richtig geil. Dieses Dünn-Dünn. Das hat ein bisschen was von Flugzeugen. Die haben auch immer, bevor der Captain spricht oder die Stewardess, immer auch so einen Gong, so einen ähnlichen. Finde ich cool gemacht, muss man ehrlich sagen. Also,
Nicht schlecht. Ich mag die Karte. Kann man sagen, was man will. Ich mag die. Und Updates sind auch schon geplant. Ist ja irgendwie auch logisch, aber manchmal auch nicht selbstverständlich, ne? Manche, die hauen das dann erstmal raus und dann bleibt das so. Aber hier ist man wirklich überrascht von der positiven Resonanz. Finde ich cool. Und es hat auch Potenzial, muss man sagen. Also wenn das irgendwann mal erweitert wird, da würde ich mich auch freuen. Es kommt wieder die Rotphase, wo man wieder nicht fahren kann. Ach, jetzt. So, Kollege da vorne. Gib mal Yumi. Links. Hä? Muss man nicht verstehen. Ach, die 21 fährt auch hier. Ich kann man da auch mal fahren. Das sind... Ach so, das ist nur ein Flick. Haben sie keine Heizung? Nö. Wir heizen mit 14. So. Aber wenigstens kein Fahrplangemecker. Kannst du mal wenigstens warten? Hallo. Hey, was wird denn das? Sag mal. Vollpfosten, Alter. Nächste Haltestelle. Altstadt Nord. Unverständlich, muss man sagen. Wirklich. So, rechts vor links. Kommt keiner. Kommt auch gerade keiner. Rum. Ist ja viel zu spät. Ja, meckert doch nicht. Draußen. Zweite habe ich nicht verstanden. Ist mir auch egal. Und rum. Nächste Haltestelle, Altstadt Kirche. Kommt ein Kollege? Nö. Na, da kommt ein Auto und das wird garantiert nicht anhalten, wenn ich da rumziehe. Also muss ich ein bisschen Bordstein mitnehmen. Hoppala, ein bisschen. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Kurs, Schreck der Schüler, bitte. Na, aber natürlich. Fahrschein ermäßigt. Können Sie mir dann auch nochmal einen Fahrschein geben? Kannst du mal deine Fresse halten? Aber 1 Euro für Kurzstrecke ermäßigt, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Wenn er hier vorne schon raus will, dann hätte er auch laufen können. Nächste Haltestelle, Altstadt. Für 1 Euro hätte er sich dann bestimmt auch eine Cola oder so kaufen können. Eine Kindercola oder irgendwie so. Hoppala. Gut, dann weiter. Müssten aber eigentlich auch bald da sein. Das war gut. Bim, bim. Nächste Haltestelle. Hermannbrücke. Ah, Hermannbrücke.
Erinnert mich so ein bisschen an Berlin. Da haben wir einen Hermannplatz. U-Bahnhof Hermannplatz. Und die Möckernbrücke. Oder Janowitzbrücke. Hebt er hoch. Der junge Mann müsste eigentlich mal langsam aussteigen, ne? Der hat nur Kurzstrecke gekauft. Wagen 293, hier Wagen 212. Bitte warte an der Sinsheimer Straße, wenn du kannst. Ich habe Umsteiger Richtung Sechselsberg. Kein Problem, Wagen 212, ich warte. Das finde ich cool. Nächste Haltestelle, Krankenhaus. Ein schönes Krankenhaus. Moin. Der fährt zu Schloss Sinden. Nicht Singen. Guten Tag. Guten Tag. Jetzt wird rot, ausrechnet jetzt. Naja. Nächste Haltestelle, Louis-le-Bois-Schule. Louis-le-Bois-Schule. In den ersten Momenten habe ich immer gelesen, Louis-Levy-Straße oder irgendwie so. Gibt es in Berlin auch Richtung Hönow mit der U5. Alle Linien linke Spur benutzen, okay. Oh! Wir müssen hier rum. Hoppala. Weil es auf der 17 aussah, wir fahren ja mit der 20. Stimmt ja, da war ja was. Louis-le-Bois-Schule. Kommt er nie rum? Oder hat ein Problem? Das kann auch sein. Guten Tag. Na, halbe Minute oder so haben wir erst wieder gut gemacht. So Pi mal Daumen. Eigentlich nicht viel. Aber er beschwert sich nicht. Das ist schon mal gut. Nächste Haltestelle, Waldfriedhof. Uiuiui. Ich meine, ich beeil mich ja schon ein bisschen. Aber viel ist da auch nicht mehr drin. Der Sack ist der Drops ist gelutscht, wie man so schön sagt. Oh. Okay, dann nicht. Keine raus, keine rein. Dann weiter. Hermannstraße. Ah. Nächste Haltestelle. Hermannstraße. Für einen kurzen Moment habe ich gedacht, dass er abbiegen möchte. Ich habe schon die nächste Verspätung gesehen. Auch interessant, dass hier die Spur rot ist. Aber bestimmt kann mir keiner erklären, warum. Okay, Fußgänger haben rot, das ist schon mal gut. Wenn jetzt aber ein Kollege entgegengekommen wäre, den hätten wir volle Möhre mitgenommen. Also da hätten wir warten müssen, bis er dann auch weg ist. Hermannstraße.
Hallo. Nee, hab ich nicht. Tageskarte, bitte. Ihre Tageskarte, na klar. Tageskarte normal. 1,80. Und zack. Bitteschön. Ihr habt rot. Nächste Haltestelle, Ganghofer Straße. Interessant, dass hier die Straße rot ist. Für die Busse. Vielleicht BRT oder irgendwie so Busrapid Transit oder irgendwie so. Hä? Oh, 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 oh. Ah, scheiße. Kirschgrün, Kirschgrün, Kirschgrün. Aber da stand Bus frei. Warum fahren die dann da drüber? Dürfen die eigentlich gar nicht? Da bin ich Allmann. Da bin ich richtig Allmann. Dürfen die hier eigentlich gar nicht? Eigentlich, aber Anlieger. Funktioniert bei euch schon die Klimaanlage? Bei mir ist es voll in Heiß. Guten Tag. Einmal die Bordstrecke. Alles klar, ich werde von der Leitstelle darüber informieren. Bei mir funktioniert die ohne. Willkommen im Club. Aber eine schöne Gegend hier. Muss man mal sagen. Ich find's toll. Nächste Haltestelle. Holzstraße. Die Holzstraße. Ja, hier müssen wir warten. Ah, der will geradeaus. Okay. Zack. Zack. Und weiter geht's. Vorletzte Haltestelle. Nächste Haltestelle, Steinbacher Straße. Die Linie 24, oh, die können wir die umfahren? Moin. Muss ich mal kurz gucken. Nee. Können wir nicht fahren. Vielleicht kommt das ja noch mit einem Update. Ich meine, die Strecke ist ja, oder die Karte ist ja frisch draußen. Da kann ja bestimmt noch was kommen. Ja. Wie wär's mal mit Grün, Freunde? So. Hast aber Glück gehabt. Und hier ist schon wieder rot. Nee. Nee, nee, nee. Kann ich nicht akzeptieren. Nee, nee, nee. Aber auch eine interessante Zeit hier. Montag bis Samstag, 7:30 bis 22 Uhr. Ja, es gibt mal richtig Gummi, ne? Wenn du mir schon die Vorfahrt nimmst. Ich meine, ich war zwar noch ein bisschen hinter und so, aber trotzdem. So ein schweres Gefährt muss er erstmal bändigen und ausweichen können.
Ach, der Kollege mit dem Schlinky. Komm, das Grüne immer noch mit. Oh, komm, 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 komm. Nächste Haltestelle. Haaren Bahnhof. Dies ist die Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Oh. Nicht schlecht. Da steht auch schon unser nächstes Ziel dran, ne? Jetzt geht's wieder nach Schloss Sinden. Ja. Steht sofort gleich dran, das Schloss Sinden. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Oh. Ja. Ja. Schön. Musik leider hier rauslassen. Ja, oh, hier war's okay. Am Waldfriedhof. Ja. Da es ja hier nicht weitergeht, können wir leider nicht weiterfahren. Somit ist die Fahrt hier auch beendet. Fahrplan machen wir aus. Wir können ja die Zeit ja ein bisschen zurückstellen auf 16 Uhr. Das steht da immer noch da. Warte mal. So. Jetzt haben wir es geschafft. Aber da war die Route jetzt hier nicht fahren. Sonderziel. 506 an der Leitstelle. Oh. Ja, hier ist die Leitstelle. Oh, ich glaube, ich brauche eine Ablösung. Ich muss was Falsches gegessen haben. Oh je, so schlimm. Ja. Oder ich halte gleich mal in der Apotheke an und hole mir eine Michikera Heizdarm. Viel Erfolg. Oh, danke. Oh. Scheiße. Ich feier das. Oh, ich danke fürs Ansehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.